Tag zusammen. Wir wollen uns nun mit der nächsten Energiekennzahl beschäftigen, dem Nutzungsgrad, beziehungsweise im Englischen als Capacity Factor bezeichnet. Und was wir uns auch noch sehen wollen, ist der sogenannte Belastungsfaktor, der damit im direkten Zusammenhang besteht mit dem Nutzungsgrad. Der Belastungsfaktor im Englischen ist der Load Factor. Wir hatten gesehen in der vorherigen Folge bei der Definition der Volllaststunde. Die Volllaststunde hat den Nachteil, dass man immer berücksichtigen muss, um welches Zeitintervall es sich handelt. Wenn man jetzt eine Jahresbetrachtung macht und die Volllaststunde eines Kraftwerks berechnet, muss man halt wissen, es geht um den Betrachtungszeitraum eines Jahres. Dieses Problem löst der Nutzungsgrad, da die Vollerstunden normiert werden auf den Zeitraum, sodass man dann eine einheitenlose Zahl zwischen 0 und 1 erhält und nicht mehr abhängig ist vom betrachteten Zeitraum. Also gucken wir uns an, wie ist der Nutzungsgrad definiert, mathematisch, also abgekürzt mit CP für den Capacity Factor. Was man macht, ist, man dividiert die Energie, die erzeugt wird, in einem Zeitintervall, dividiert das durch die Nennleistung, definiert als Pmax. Das war jetzt ja hier in unserem Beispiel mit den Steinkohlekraftwerken, waren das ja hier oben die rund 25 Gigawatt. Das ist Pmax, also die Nennleistung. Diese Definition in der Form, das ist jetzt, sind die Vollerstunden, und wir dividieren jetzt diesen Term auch noch durch die Periodendauer. T, das war jetzt hier und in dem Beispiel 24 Stunden, das könnte jetzt auf das Jahr bezogen, wenn wir jetzt ein Jahr haben und wir in der Stundenbetrachtung sind, dann ist die Periodendauer 8.760 Stunden. Also das heißt, wir normieren das Ganze auf ein Jahr oder halt auf die Periodendauer. Das heißt, man kann natürlich diesen Capacity Factor, den Nutzungsgrad noch anders darstellen. Das ist natürlich dann oder sind die Volllaststunden TF dividiert durch die Periodendauer. Das ergibt sich natürlich einfach aus der Division von E durch Pmax. Das ist ja die Definition der Vollerstunde. Dividiert durch die Periodendauer ist auch der Capacity Factor. Oder was auch geht, ist, wenn man jetzt die Definition nimmt, E durch T, also Energie durch die Periodendauer, das ist ja die mittlere Leistung gewesen. Das heißt, auch das können wir schreiben, dass das hier die mittlere Leistung PM ist. Die hatten wir jetzt ja hier bei dem Kraftwerk, sind das so ungefähr 10 Gigawatt. Wenn wir hier mal das einzeichnen. Das ist ja die PM, die mittlere Leistung im Intervall. Und wir dividieren diese mittlere Leistung durch die Nennleistung P Max. Auch das entspricht dem Capacity Factor. Damit haben wir nun den Nutzungsgrad definiert. Das ist eine einheitenlose Zahl, die liegt zwischen 0 und 1 und ist damit natürlich deutlich flexibler in der Handhabung. Wir brauchen nicht mehr wie bei den Vollerstunden die Periodendauer zu kennen. Die zweite Zahl, die wir uns noch ansehen wollen, ist der Belastungsfaktor. Was wir dazu brauchen, ist wieder die Definition der Spitzenleistung. Das ist ja hier die Definition Spitzenleistung, hier oben der Wert PP für Peak Power. Und der Belastungsfaktor, der wird in der Literatur oft mit FL bezeichnet. Das ist also dieser Load Factor. Das ist analog zum Nutzungsgrad. Die Energie dividiert nun durch die Spitzenleistung, die wir haben, multipliziert mit der Zeit T. Oder analog, das haben wir jetzt da beim letzten Mal auch schon gesehen. Wir können natürlich jetzt E durch P nehmen. Das waren war die Benutzungsdauer, also TP durch T. Und TP hatten wir ja definiert als die Peak Load Hours und die Benutzungsdauer. Und das dividieren wir oder normieren wir auf das Zeitintervall groß T und bekommen dann den Load Factor, den Belastungsfaktor.
an die dritte Darstellung, die natürlich dann entsprechend analog folgt, ist natürlich auch, dass wir die mittlere Leistung PM dividieren durch die Peak Power, durch die Spitzenleistung, die wir haben. Auch dieser Wert ist natürlich kleiner gleich 1. Das heißt also, hierüber lassen sich nun einheitenlose Zahlen definieren, die den Betrieb des Kraftwerks widerspiegeln und man damit unterschiedliche Kraftwerksarten miteinander vergleichen kann. Machen wir mal ein kleines Beispiel, ein kleines Rechenbeispiel für den Nutzungsgrad. Also nehmen wir an, wir haben ein Kernkraftwerk. Das hat eine Nennleistung von, na, sagen wir 1,3 Gigawatt, eine typische Leistung für unser Kernkraftwerk, Nennleistung Pmax, das sollen 1,3 Gigawatt sein. Und die Energie, die erzeugte Energie in einem Jahr, das sei, also E sei, sagen wir 7, 2 Gigawattstunden, also auch da gibt es ja direkt wieder der Vorteil der Einheit Wattstunde. So, wie groß ist nun der Capacity Factor, wie groß ist der Nutzungsgrad? Na gut, das setzen wir einfach ein. CP sind also, das sind nämlich nicht Gigawattstunden, sondern das sind natürlich Terawattstunden, sonst passt es von der Größenordnung natürlich überhaupt nicht. Also Terawattstunden 7200 Gigawattstunden, so muss es heißen. Also sonst hätten wir ja nur 4 Vollerstunden, das wäre ein bisschen wenig. Oder rund 4 Gigawattstunden, nur 4 Vollerstunden. Also 7,2 Terawattstunden. So, und das dividieren wir jetzt. Also 7,2 Terawattstunden dividiert durch 1,3 Gigawatt mal und die Zeitdauer 8760 Stunden. Naja, wenn wir das jetzt ausrechnen, dann ergibt sich damit ein Wert von 0,632 oder 63,2%. Das ist also der Nutzungsgrad dieses Kernkraftwerks. Das entspricht so typischen Werten, die man bei einem Kernkraftwerk moderner Bauart erwarten kann. Ein Aspekt, den man bei dem Nutzungsgrad sich noch überlegen kann, ist, wie ist denn jetzt diese Zeitdauer definiert? Machen wir da ein Beispiel aus der Photovoltaik, die so ein bisschen das ein kleines Dilemma darstellen, wenn man jetzt Kennzahlen miteinander vergleichen will. Also folgendes Beispiel. Wir haben eine Photovoltaikanlage. Die soll eine Nennleistung von, sagen wir, machen wir es einfach 100 kW haben. Also Photovoltaikanlage, die Nennleistung Pmax sind 100 Kilowatt Peak. Die Produktion, die Energieproduktion seien 100 Megawattstunden in einem Jahr. Und wenn wir einen Zeitintervall haben, ein Jahr. Das heißt also, wenn wir jetzt uns das ansehen, also ein Jahr, bedeutet dann natürlich, dass wir 8760 Stunden haben als Periode. Und wir wollen jetzt für diese Photovoltaikanlage den Nutzungsgrad berechnen. Na gut, erstmal streng mathematisch, was passiert. CP ist natürlich die Energie, das sind 100 Megawattstunden, dividiert durch die 100 kW, das heißt, wir bekommen 1000 Vollerstunden mal 8760 Stunden, macht also, das sind 11,4%. Das ist, denke ich, recht einfach zu sehen, also die auch deutlich kleiner als das, was wir gerade beim Beispiel mit dem Kernkraftwerk gesehen haben. Jetzt könnte man ja argumentieren, ja, dass die Zeitdauer, klar, das ist die Produktion der Energie innerhalb eines Jahres, aber die Photovoltaikanlage ist ja nachts gar nicht in der Lage, Strom zu produzieren. Von daher ist dieser Zeitintervall vielleicht gar nicht korrekt, müssten wir ein anderes Zeitintervall wählen, nämlich nur der Zeitraum, wenn die Sonne scheint. Und wenn wir jetzt mal sagen, ja, also Sonnenscheindauer oder die Sonnenstunden, Sonnenscheindauer sei 1500 Stunden. Das ist so typischerweise, was man in Europa oder in Mitteleuropa erwarten kann. Wie sieht es denn dann aus? Ja, dann hätten wir aber
natürlich einen anderen Wert für unseren Capacity Factor. Aber wenn wir dann nämlich nur durch 1500 Stunden dividieren und dann hätten wir plötzlich einen Nutzungsgrad von 66,7%. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist der richtige Wert oder wie definiere ich denn eigentlich richtig? Erstmal streng genommen, da wir eine Jahresbetrachtung gemacht haben und die Kraftwerke miteinander vergleichen wollen, geht es natürlich immer erstmal um diese Periodendauer. Denn auch ein Kernkraftwerk kann nicht das vollständige Jahr Strom produzieren. Auch dort gibt es Zeiten für Revisionen, Reparatur und Wartung, sodass das Kraftwerk nicht einspeisen kann. Die müsste man ja eigentlich in unserer Betrachtung, die wir hier oben gemacht haben, dann auch berücksichtigen, wenn man ehrlich ist. Und diese Information liegt natürlich nicht vor, sodass man da natürlich erstmal sagt, okay, wir haben ein Jahr, also 8760 Stunden Zeitdauer und damit können wir diesen Capacity Factor, unseren Nutzungsgrad, berechnen. Und entsprechendes gilt dann auch bei der Photovoltaikanlage. Wir haben die Jahresenergie und damit auch die Zeitdauer. Dennoch lässt sich das natürlich dann immer diskutieren. Naja, die Anlage kann ja gar nicht über einen längeren Zeitraum Strom produzieren. Nachts geht es nicht, also streiche ich die Stunden und würde dann natürlich einen Nutzungsgrad produzieren, der deutlich größer ist. Das ist natürlich jetzt in der energietechnischen Betrachtung nicht sinnvoll, denn wenn wir jetzt mit Jahreswerten arbeiten wollen, haben wir halt immer das Jahr. Wir kennen den Nutzungsgrad und das ist jetzt ja die Idee, wenn wir den Nutzungsgrad kennen von Photovoltaikanlagen mit rund 11% aus der Periodendauer, aus dem Nutzungsgrad und der Leistung kann ich die Arbeit berechnen, die Energie berechnen, die das System erzeugt. Und das ist das, was ich will. Ich brauche also keine Zusatzinformationen zu Sonnenscheindauern, die natürlich auch variabel sein kann, sondern man bildet mittlere Werte oder typische Kennwerte für diese Anlagen. 11% für die Photovoltaik in Mitteleuropa. Man kennt die Nennleistung, man kennt die Periodendauer und hat damit den Energieertrag direkt ermittelt. Das heißt also in solchen Fällen ist natürlich diese Betrachtung die richtigere. Das ist schon ein Spezialfall, der also in der Regel und definitionsgemäß eigentlich gar nicht auftreten sollte. Einen weiteren Aspekt muss man bei der Definition des Nutzungsgrads, aber natürlich auch bei den Vollerstunden berücksichtigen, ist, dass bei manchen Anlagen natürlich das Wetter oder die Betriebsbedingungen eine Rolle spielen können. Auch da nochmal das Beispiel der Photovoltaik, weil es sich da ganz eingänglich definieren lässt. Also, was haben wir hier? Eine Photovoltaikanlage. Da wollen wir uns das mal zwei unterschiedliche Tage ansehen. Einmal einen schönen sonnigen Tag und dann mal einen stark bewölkten regnerischen Tag. Und für diese beiden Fälle wollen wir den Nutzungsgrad mal berechnen. Was definieren wir uns? Also die Nennleistung Pmax unseres Systems betrage 70 Kilowatt oder Kilowatt Peak. Und wir haben jetzt also den Zeitraum 24 Stunden. Das heißt also, unser Groß T sind 24 Stunden. Na, jetzt wollen wir uns also den ersten Fall angucken. Einen schönen sonnigen Tag. Dann sähe die Kurve ungefähr so aus, dass wir jetzt hier irgendwann morgens um 6 Uhr raufgehen, dann das Maximum erreichen. Das liegt dann normalerweise ungefähr bei 60 kW. Also die Nennleistung wird typischerweise ja gar nicht erreicht. Machen wir mal hier so diesen Fall hier. So, also das ist jetzt die Produktionskurve. Das heißt also hier unser PP sei 60 kW. Und wir wollen nun uns ansehen, was heißt das dann für den Fall dieses sonnigen Tages? Wie sehen da jetzt Nutzungsgrad, also wie sehen Capacity Factor und Load Factor aus? Wir wollen also wissen, was ergibt sich jetzt für den Belastungsfaktor und für den Nutzungsgrad. Sondern also braucht ja die Energiemenge, die produziert wird. Die wollen wir jetzt mal ansetzen, dass das jetzt innerhalb dieses einen Tages 500 Kilowattstunden sein soll. Das heißt also für diesen Fall, schöner sonniger Tag. Was ergibt sich daraus? Also das CP, berechnen wir, das sind also die 500 Kilowattstunden dividiert durch die maximale Leistung. Das sind die 70 kW mal 24 Stunden. Da kommt raus, das sind 29,8%. Entsprechend für den Belastungsfaktor,
FL. Auch da haben wir natürlich die Energie, 500 Kilowattstunden. Das dividieren wir jetzt durch die 60 kW, durch die Peak Power, also die Spitzenlast, die wir hier erreicht haben, hier oben mal den 24 Stunden. Der Wert ist natürlich automatisch ein bisschen größer. Das wären jetzt in unserem Fall 34,7%. Das ist natürlich schon ein sehr hoher Wert. Lass mich mal vergleichen mit dem, was wir hier vorhin ausgerechnet haben, mit typischen Kennzahlen für die Photovoltaikanlage. Das heißt also, im Jahresmittel erreichen wir 11,4% Nutzungsgrad an einem schönen sonnigen Tag, sind aber ja 30% Nutzungsgrad möglich. Das darf man nicht vergessen, hängt natürlich wieder von der Jahreszeit ab. Im Sommer sind die Werte größer als im Winter und natürlich auch deutlich mehr Energie produzieren bei gleicher Nennleistung. Das heißt also, bei der Betrachtung von kürzeren Zeitintervallen muss man berücksichtigen, ist das jetzt ein typischer Tag oder ist das jetzt ein besonderer Tag? Deswegen, also je länger die Zeitperiode und je realistischer oder typischer die Bedingungen sind, desto aussagekräftiger sind natürlich dann unsere Kennzahlen zum Nutzungsgrad. Wenn wir das nun jetzt übertragen auf auf den Tag mit schlechterem Wetter, also wenn wir jetzt mal annehmen, wir jetzt mal folgenden Fall, aus meiner anderen Farbe, um es entsprechend hervorzuheben. Also wir wollen jetzt einen Tag haben mit schlechten Wetterbedingungen, das heißt, also wir haben also deutlich weniger Energieproduktion, dann haben wir hier, was ich meine, Spitze und dann geht das hier wieder runter und bleibt dann halt hier unten. Also ein schlechter Tag, wenn dann morgens um, ja, vormittags um 11 Uhr unsere Peakleistung, die sieht natürlich jetzt auch anders aus. Das heißt, hier haben wir eine PP von 30 kW statt 60 kW. Was heißt das nun für unsere Energiekennzahlen? Also an dem Tag sollen jetzt auch nur, soll die Energieproduktion E, soll jetzt auch nur 100 Kilowattstunden betragen, also auch das typisch jetzt für einen Tag mit schlechten Solarstrahlungsbedingungen. Was heißt das nun? Also auch das wollen wir berechnen. Das heißt also, der CP-Wert an diesem schlechten Tag, das sind also dann nur die 100 Kilowattstunden, dividiert jetzt erstmal durch die 70 kW. Die Nennleistung bleibt natürlich die gleiche, mal 24 Stunden. Das sind nur 6%. Wenn dessen dann der Load Factor, also der Belastungsfaktor, wiederum, das sind dann 100 Kilowattstunden Energie im Zeitintervall eines Tages, dividiert nun durch die 30 kW, wir dividieren ja durch die Spitzenleistung in dem Intervall, mal 24 Stunden, da ergibt es jetzt einen Wert von 13,9%. Also auch da muss man jetzt aufpassen. Wie sind jetzt die Bedingungen des Energieerzeugungssystems? Wir haben jetzt hier zwar weniger Energie produziert, aber auch eine geringere Spitzenleistung. Damit ergibt sich der Belastungsfaktor, ist natürlich dann wieder größer, zwar deutlich größer, als der Nutzungsgrad, mehr als doppelt so groß. Das hatten wir hier bei dem schönen sonnigen Tag nicht. Das heißt, solche Besonderheiten muss man berücksichtigen, wenn man dort kurze Zeiträume betrachtet. Je länger der Zeitraum ist, und typischerweise bei solchen vergleichenden Kennzahlen nutzt man immer ein vollständiges Kalenderjahr. Das heißt also, auch wie hier berechnet, muss man natürlich dann idealerweise lange Zeiträume haben, um dann auf einen gesunden Mix an typischen Betriebstagen, sowohl sonnige Tage als auch Tage mit schlechteren Wetterbedingungen zu berücksichtigen. Das gilt bei Windanlagen entsprechend als volatilem Energiesystem bei fossilen Kraftwerken oder konventionellen Kraftwerken ist das jetzt nicht ganz so kritisch. Die haben natürlich auch eine Variabilität durch unterschiedliche Stromproduktionsbedingungen, aber die haben weisen nicht so starke Schwankungen im Nutzungsgrad auf. Das heißt also, nun haben wir eine weitere Kennzahl definiert, den Nutzungsgrad, der tatsächlich sogar noch praktikabler ist als die Volllaststunde und mit der man dann sehr leicht elektrische Energieerzeugungsanlagen miteinander vergleichen kann und auch umgekehrt aus der Kenntnis typischer Nutzungsgrade von Anlagen mit einer Nennleistung dann sehr schnell die Energieproduktionswerte ermitteln und abschätzen kann.